Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Unboxing-Video mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, wir sehen schon, hier sind ein paar Pakete gekommen. Was will ich denn auspacken heute? Ja, einmal den Philips, ne? Den neuen Hairclipper. Ne, den heben wir uns mal für was extra auf, weil der ist tatsächlich neu reingekommen und den wollte ich unbedingt mal testen. Denn ich habe ja wie gesagt ein bisschen was vor, deswegen habe ich hier gerade den Deckel hier auf dem Kopf, ja. Deswegen, da ist noch ein bisschen was. So, Freunde, nee, wir machen natürlich Bierpost auspacken. Was ist los? Bierpost, wie kann denn das sein? Alle Tauschlisten sind zu. Wer ist so frech und schickt mir da was? Ist schon vorher angekündigt worden, Freunde. Zu dem Zeitpunkt waren die Tauschlisten tatsächlich noch offen. Und wenn ich euch jetzt sage, der Inhalt dieses Paketes liegt da schon seit 2018 drin. Also zumindest der Wunsch war schon seit 2018, nicht das Bier. Weil ansonsten wäre das, glaube ich, auch nicht mehr haltbar. Und ja, ich freue mich jetzt riesig, dieses Paket auspacken zu können. Denn das ist von dem lieben Dagi LP. Genau, aus diesem Grund habe ich heute extra mal zur Feier des Tages mal ein Minecraft-Shirt angezogen. Ne, weil das ist ja hier der Chef-Minecrafter, ne, mit hier schön Let's Build Hogwarts und so. Schaut da mal vorbei auf seinen Kanal. Ja, und der Dagi LP hat sich schon 2018, müsste es gewesen sein, spätestens 2019, ein Bier gewünscht, was ewig auf der Liste drauf stand und ich konnte das nicht beziehen. Und aus diesem Grund hat er gesagt, komm, jetzt ist so viel Zeit verstrichen, habe ich gesagt, komm, schick her hier. Und dann hat er das jetzt besorgt und das ist da drin. Und da soll auch noch was drin sein, denn... Freunde, ich habe mal wieder ein bisschen jemand angetriggert. Und der liebe Dagi LP hat wohl angefangen, Bier zu brauen. Und da ist wohl auch noch eine Eigenkreation drin. Ich bin gespannt. Und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, machen wir einfach mal auf hier. Übrigens ein Wunder, dass das hier übrigens heile angekommen ist, weil, wie gesagt, ich bin auch froh, dass es ein kleines Paket ist, weil, wie gesagt, wir haben ja extra eine Paketstation, weil... Wenn sie dann so kommen und ach, schon wieder bei denen, dann lassen sie das auch manchmal fallen und dann hast du quasi Scherben da drin. Ne? Und das ist immer suboptimal, deswegen haben wir da auch extra gesagt, komm, wir machen das mal anders. So, dann klappen wir mal auf dem Deckel. Oh, da ist schon mal was drin. Jede Menge Katzenhaare sehe ich da schon mal. Gut, ich habe keine Katzenhaarallergie, sollte also passen. So, und da ist ein Brief, sogar mit Hand geschrieben. Gern laut vorlesen. Das ist Retro, ne? Wollen wir erst vorlesen und dann kommen wir, lesen wir erstmal vor. Dann stelle ich das mal hier beiseite. Da. Diesen Deckel da mit den Katzenhaaren finde ich ja schon wieder toll. Oh, da wird unser Junchen dann auch kommen, ne? Und da dran schnuppern. Die Katzen verstehen das ja. Die kommunizieren. Irgendwie hängt das hier. Was ist das denn hier? So. Also, das ist, oh, und schön groß geschrieben, das sollte ich so ja hinbekommen mit dem Lesen. So, wo ist denn Seite 1, wo ist Seite 2? Okay. So, jetzt fangen wir mal Seite. Bitte vorlesen und ein Smiley. Hi Marco, ich hoffe, dir wird mein zweites Bierpaket gefallen. Du wirst eine Flasche Bolten Landbier vorfinden, welches meiner Meinung nach durchaus sehr eigen schmeckt. Okay, das ist da jetzt drin. Das ist dieses Bier, was wie gesagt schon seit 2018 darauf wartet, vorgestellt zu werden. Ich muss wirklich sagen, ich habe es nirgendwo beziehen können. Also das war hier weder in Berlin im Getränkehofmann, noch im Rösler, noch im Lehmann und auch in den Online-Shops habe ich immer geguckt. Ich bin hier ganz akribisch durchgegangen, nirgendwo stehen sehen. Ja, Bolten Landbier. Noch nie von gehört, keine Ahnung. Ja, also durchaus sehr eigen. Also da bin ich ja mal gespannt. Ob gut oder schlecht, da bin ich auf jeden Fall wahrscheinlich auf dein Feedback gespannt. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Wie gesagt, aber gleich, das dauert eine Weile. Ja, ich hoffe, das ist so lange haltbar, weil jetzt ist erstmal Liste Niedersachsen, die geht bis in Sommer rein. Also da müssen wir mal gucken, aber das sollte, ja, wenn nicht, schmau ein Zweitvideo oder so. Ne? Das kriegen wir hin. Haben wir für hier, Sima Radio ja auch gemacht. So, weiter geht's. Des Weiteren... findest du zwei Flaschen ohne Etikett. Dabei handelt es sich um zwei selbstgebraute Biere. Ein helles Weizen und ein dunkles Weizen. Also da gibt es erstmal lecker Weizenbier. Das hat er mir aber vorher auch schon erzählt in der Privatnachricht, dass er jetzt unter die Bierbrauer gegangen ist. Ja, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Das wird spannend. Das helle Weizen ist die Flasche ohne, was? Markierung. Achso, auf dem Korken. Kronkorken, so. Und ist noch... ein Monat haltbar.
Jetzt frage ich mich natürlich, wie hat er die Haltbarkeit gemessen? Aber ist egal, das ist ja ein Monat, das wird vorher getrunken. Weißt du was, das trinken wir jetzt gleich. Ich habe jetzt eh gerade Bierdurst, weil ich muss noch Mittag essen. Ich bin schon wieder völlig in Hektik hier. Deswegen, das passt schon. Das dunkle Weizen hat ein D auf dem Kronkorken und ist 2 Monate haltbar. Also sollten wir logischerweise erstmal das helle trinken. So, Weizenbier, coole Sache auf jeden Fall. Bin extrem gespannt, was du zu beiden sagen wirst. Die Zutaten der selbstgebrauten sind, also jetzt hat das aufgeschrieben, einmal Weizenmalz und Gerstenmalz. Ja, das sollte da schon rein, das ist richtig. Dann hat er einmal den Saphirhopfen verwendet, kein Extrakt, hat er extra nochmal in der Klammern geschrieben. Hefe ist logisch, die brauchen wir, um Alkohol herzustellen, und Wasser. Liebe Grüße, Daniel. / DGLP hier auf YouTube. Ja, so, krasse Sache. Ja, naja, siehst du, erstmal schönen Dank für den Brief, für die Information. Sag mal, du hast auch irgendwie geschrieben, dass ein spezielles Wasser drin. Hast du das jetzt eigentlich da nochmal reingeschrieben? Nee. Oder habe ich das schon wieder mal lesen? Nee, nur Wasser, okay. Also ich glaube, er hat da so ein spezielles Wasser da reingepackt. Und ja, also helles müssen wir als erstes trinken. Ich glaube, das helle, das trinken wir jetzt gleich. Weil, hier, ich bin gerade von draußen reingekommen, ich habe mega Bierdurst und passt auch, ist Wochenende, so sollte das sein. Weizenbier geht immer. So, dann packen wir mal den ganzen Spaß hier mal aus und gucken uns das mal an. Die Katzenhaare da, die gibt's exklusive, Freunde. Ja, also wenn sich hier ekelt, hier ist nichts, ne? Guck mal, da war wirklich gut verpackt hier. Das ist hier so eine. So, das sind hier typisch YouTuber, ne? Hier so für Schallisolierung und so. Ne? So dass die Nachbarn nicht immer so, oh, was macht der denn da? Der schreit da schon wieder so auf Twitch rum und so. Kennen wir, ja, ja. So. So, du hast ein bisschen staubig, aber passt schon. So, dann nehmen wir mal die Sachen raus. Pass auf, ich mach das mal so. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Nee, hat er wirklich gut verpackt. So. Dann wollen wir mal schauen. Das erste scheint heile geblieben zu sein. Jawohl. Und dann kommt auch tatsächlich, nö, kenne ich überhaupt nicht, Bolten Landbier Naturtrüb. Privatbrauerei Bolten. Älteste Altbierbrauerei der Welt. Das ist ja mal ein starkes Stück. Ein Altbier kommt da also auf uns zu. Okay. Und ist bis Juli haltbar. Oh, zum Glück. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wird auch ungefähr so, denke ich, so Juni, Juli dann vorgestellt werden, ne? Wenn wir die Niedersachsenliste fertig haben. Ne? Schaut so aus, könnt ihr euch also schon mal freuen. Da gibt es hier mal so ein bisschen Bolten, das älteste älteste Altbier so auf der Welt, Altbierbrauerei. So, und jetzt kommen wir mal zu den selbstgebrauten. Okay, zack, das ist es mit dem D drauf, ja? Hier, bitteschön, da ist das D, das ist dann, glaube ich, 2 Monate haltbar. Ja, das hat er wahrscheinlich mit so einer Maschine oben zugemacht. Das ist ja hier dieses Teil, wo man so runterdrückt. Und das hat auf jeden Fall eine schöne Trübung, das sehe ich jetzt schon. Oh, das wird spannend, das wird spannend. Freunde, da bin ich mal gespannt. Werde dazu auch gleich nochmal was sagen, weil ich sowas ja schon öfter mal angeboten bekommen habe. So, und da ist nochmal eins ohne Etikett. Ja, so sieht das aus. Und das wird dann wahrscheinlich das helle sein, schätze ich mal. Ne? Naja, das werden wir gleich nochmal gucken. Übrigens, interessante Flaschenform. Was ist denn das? Ohne Etikett sieht das irgendwie mal voll komisch aus, finde ich. Ne? Ja, Freunde, was soll ich sagen? Also erstmal schön Dank an den Daniel, an den Dagi LP. Das ist auf jeden Fall schon mal cool. Weil somit haben wir hier mal ein bisschen was Neues auf dem Kanal. Und natürlich, er hat auch gesagt, ich soll da ein Video machen. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt. Selbstgebraute Biere. Ich weiß, dass einige bei uns in der Community auch Biere selber brauen. Ich wurde auch schon öfters mal angefragt, Mensch, kannst du das nicht mal vorstellen und so. Dann sage ich ganz ehrlich, mache ich ehrlich gesagt nicht, weil der Nutzwert da tatsächlich nicht da ist. Ne? Wir wollen ja ins Guinness Buch der Rekorde, wir wollen versuchen, möglichst bekannte Biere zu trinken. Also sowas hier zum Beispiel, was direkt aus einer Brauerei eben kommt. Von mir aus auch Craftbierbrauerei. Nur halt so, dass auch andere Leute das beziehen können. So, also dass es halt Sinn ergibt. Ne? Ansonsten ist es ja immer sehr, sehr subjektiv, weil das betrifft ja dann wirklich nur der kleinste Underground-Kreis, ja, für die, die dieses Bier abbekommen haben. Weil das kriegt man leider nicht im Handel. Ne? Also deswegen mache ich das eigentlich nicht. Ich weiß, der Oliver, der hat das auch schon mal angefragt, hat ja auch gesagt, nein. Hier mache ich eine Ausnahme, weil, ja, jetzt könnte man sagen Vitamin B, ja, weil, wie gesagt, den Dagi, den kenne ich auch schon aus der Film-Community von früher. Mein Gott, der hat, den wir kannten uns schon, hat er noch gar nicht seinen Minecraft-Kanal gehabt, ne? Da habe ich schon damals gesagt, das wird mal eine große Nummer hier auf YouTube, ne? Guck mal, der hat mich jetzt sogar schon überholt, die Sau, ne? Was ist da los hier? Schwamm drüber. Und das
deswegen habe ich gesagt, komm, da rotzen wir raus. Das nehmen wir auf jeden Fall mit und ich bin noch mal gespannt, weil ja, dieses Brauset, was er verwendet hat, das ist auch noch hier bei mir vorrätig. Das habe ich auch hier. Das muss noch mal probiert werden, weil wir hatten das Braufässchen, das war das günstige gewesen, was wir hatten. Das war diese Geschichte aus Bayern. Und dann gibt es noch dieses größere Fässchen da. Das ist noch mal so ein bisschen extra. Das wartet aber noch da drauf. Und ihr wisst selber die Problematik mit hier, unsere Sanierung und die ganze Scheiße. Das ist ja immer noch nicht abgeschlossen. Und aus diesem Grund, ja, verzögert sich das halt. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie hier so diese Qualität ist, weil das schon vom Brauprozess her ein bisschen aufwendiger ist. Das ist auch nicht einfach nur so ein Fass. Wir sehen ja, dass es hier auch eine richtige Flaschenabfüllung gegeben hat. Und auch gerade Weißbiere, da gibt es ja eine Flaschenreifung. Ich schätze mal, das wird da gereift sein. Geht mal von 14 Tagen mindestens aus. Gut, Freunde, ich habe Bierdurst. Ich würde sagen, das packen wir mal rüber für den Juni, Juli. Und jetzt werden wir uns mal um das Helle hier kümmern. Und jetzt machen wir gleich im Anschluss. Ich würde mal ein Glas, dann würde ich sagen, probieren wir das einfach mal. Ne? Würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Kleiner Schnitt, bis gleich. Ja, welcome back. Da sind wir auch schon wieder. Ich habe mir jetzt unser Tastingglas geholt. Warum kein Weizenbierglas? Ganz einfach, weil es eine kleine Flasche ist und das ist schon trüb. Schön gekühlt ist es natürlich. Da habe ich nochmal vorsorglich, wie gesagt, schön das Ganze draußen stehen lassen, das Paket. Und aus dem Grund sollte das passen. Ich würde sagen, wir machen mal auf. Ich bin jetzt mega gespannt. Oh, das schießt schon nach oben. Das habe ich mir gedacht. Da ist Druck drauf. Achtung. So, ich schenke es mal eben ein. Ah, ich mache schon wieder Sauerei. Wow, also das ist auf jeden Fall mal eine richtig krasse Blume. Daran erkennen wir schon mal, ich stelle das mal hier hin, dass das bei mir nicht so war. Ja, also das Braufässchen, was wir tatsächlich hatten, da war das ja wirklich so gewesen, dass wir wirklich minimal am Anfang Blume hatten. Also das heißt also hier, da muss man natürlich noch ein bisschen dran arbeiten an der Karbonisierung, weil das perlt wirklich ordentlich. Aber da sehen wir auch wirklich, dass da eine Frische ist. Ne? Oh, das riecht auch richtig schön nach Hefe. Oh, das wird spannend, Freunde. Das wird spannend, das kann ich euch jetzt schon sagen. Da bin ich mal mega gespannt. Da müssen wir jetzt nur ein bisschen warten. Ich schenke da noch mal kurz ein bisschen nach. Das sieht schon geil aus. Das ist aber, ich glaube, er sagte auch irgendwie, dass das ordentlich Blume ist. Ja, Freunde, bei den Selbstgebrauten kann sowas immer mal passieren. Ja, also da spreche ich aus Erfahrung. Da weiß ich, wie gesagt, schon von Kollegen, die haben das auch gemacht. Also da ist entweder gar keine Blume oder richtig viel Blume. Ne? Aber wie gesagt, ich kann ja mal gucken. Jo. Ist ein Bier. Gibt sich als Bier erstmal zu erkennen. Und von der Blume her würde ich mal sagen, haben wir erstmal locker eine ganze Handfläche voll. Und ja, da müssen wir halt mal ein bisschen warten. So. Und dennoch aber schönes Tastingglas. Das heißt, es ermöglicht uns auch tatsächlich das Ganze mal da reinzugucken, wie das aussieht. Und zwar im Farbspektrum würde ich tatsächlich sagen, dass wir uns hier wirklich bei diesen klassischen, dunkelgelben Getreidefeld bewegen, also das ist deutlich zu erkennen. Das ist schon fast erdfarben, ne? So eine helle beige Erdfarbe ist es, aber man erkennt halt auch noch so diese ja, Gelbtöne da drin. Also eher so ein dunkles, natürliches Erdgelb, wenn es sowas geben sollte. Ja? Also auf der EBC-Skala schon ziemlich weit oben angesetzt von der Helligkeit. Finde ich gut. Ja, absolut blickdicht. Das heißt, ich kann nicht durchgucken. Da ist die Softbox absolut perfekt. Das ist richtig deep, das ist richtig saftig. Das ist schon mal schön. Wie es hinbekommen hat, weiß ich nicht. Schwebeteilchen entdecke ich da nicht. Weil bei unserem Bier, was wir selbst gebraut hatten, da wisst ihr ja selber, da hatten wir Schwebeteile drin gehabt. Das sehe ich hier jetzt nicht. Karbonisierung erkenne ich da unten. Das ist ein halber Jacuzzi. Das deswegen erklärt auch, warum da so viel Blume ist. Weil das ist hier wirklich, das perlt ordentlich. Ne? Hefeschleier ist klar, der ist jetzt nicht da. Wie gesagt, das ist frisch geliefert worden. Das ist durchgeschüttelt und gerührt wahrscheinlich. Deswegen ist es auch so übergesprudelt. Weil das ist ganz frisch reingekommen. Ich mache jetzt hier gleich den Test im Anschluss, weil ich großen Bierdurst habe. Also Freunde, was soll ich sagen? Optik, Ästhetik, bin ich absolut zufrieden. Ich würde jetzt so fast dem Dagi LP hier eine Krone-Bewertung geben für die Optik, für die Ästhetik, wenn die Blume noch ein bisschen feinporiger wäre. Ich weiß, ich bin kein Brauer, ich bin Biertester, kein Brauer. Aber ich weiß halt, bei einem Weißbier, das wäre schon schön, wenn da halt so ein bisschen cremiger, fluffiger ist. Ihr kennt das selbst, das ist hier schon recht grobporig. Ja? Also das wäre noch so schön, wenn das noch ein bisschen feinporiger wäre. Möchte ich aber trotzdem positiv bewerten, weil ich finde, das sieht so krass saftig aus. Und das bekommt von mir 5 von 5 / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Finde ich schon mal gut. So, dann wollen wir mal anschnuppern. Boah, krass, ey, das ist die richtige Hefebombe, ne? Also, da, ich glaube, der mag auch so diese Hefebomben da. Das hat er mir auch mal auch geschrieben, dann, ne? Ja. Boah, Alter, krass.
Ja, also das ist schon, also jeder, der das Köslaner kennt und auch hier das Turmbräu, ne, wo ich immer sage, das sind ja schon so diese Mega-Hefebomben, da wo auch wirklich so die Hefe im Fokus steht. Und hier vom Bouquet her, ganz klar, das spielt hier eine große Rolle. Und ich bin erstaunt, was hier für eine Fruchtigkeit vorhanden ist. Also da ist, also er hat ja geschrieben, ist ja eben hier Saphir hat er verwendet, da ist jetzt kein Cascade drin oder so. Und das riecht hier schon wieder fast wie so ein IPA so ein bisschen, ne? So ein bisschen. Auf jeden Fall fruchtig. Sehr fruchtig. Und der Malzkörper ist, muss ich sagen, eher ein bisschen dezenter. Also wenn man jetzt mal so überlegt, wir können ja mal so ein Referenz-Industriestandard-Bier benutzen. Nehmen wir mal das Schöfferhofer. Dann merken wir, dass schon der Malzkörper so ein bisschen noch, ne, fokussierter vielleicht, der nach vorne tritt. Aber eins kann ich jetzt schon sagen, lieber Dagi. Vom Weißbier her, vom Typ, vom Charakter, da hast du mehr Mut gehabt, sage ich mal. Also es ist besser als manch bayerisches, ja, wo es absolut mild ist. Also das ist sehr ausgeprägt, das ist wahrnehmbar. Das mag ich. Also jetzt möchte ich auch wissen, wie das schmeckt. Ey. Das riecht so lecker, das muss auch geil schmecken jetzt. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Jetzt bin ich gespannt. Ein bisschen dünn. Boah, aber der Weizen kommt richtig gut durch. Das würde ich so behalten. Ja. Okay, fangen wir mal an. Attribute. Dynamisch oder eher gemütlich? Also ich würde sagen, er hat hier ganz gut das Ganze hinbekommen, dass wir uns wirklich in der Mitte treffen. Das ist auf der einen Seite ein gemütliches Bier. Warum? Ist klar, da sind wirklich Aromaspitzen drin. Auf der anderen Seite ist es aber auch dynamisch, weil es ist halt schon krass arg, ne? Mit der Karbonisierung, also das perlt schon wirklich ordentlich. Du hast zwar jetzt nicht eine Barriere beim Runterschlucken, also es läuft wirklich gut runter, du hast keinen Schluckwiderstand oder ähnliches, aber du merkst halt schon, ja, das ist auch dynamisch, ne? Weil das ist schon so, das hat so einen Zug drauf, das ist süffig-sprittig ein bisschen sogar. Aber leider, und das ist klar, aber das ist bei diesen Selbstgebrauten immer, das ist mir mal, ich habe schon öfters Selbstgebraute getrunken, das war bei meinem eigenen genauso. Das ist halt immer ein bisschen dünner, ne? Das ist, glaube ich, die Übung und die Erfahrung, die man da machen muss, ne? Aber auf jeden Fall schon mal geil, das ist süffig, wa? Also kannst du auch, das ist ja so ein Kandidat, so, ne? Da wo du dann auch sagst, so, na komm, ey, das züffelt sich so weg, so, da wo ich immer sage, ne? Ja doch, also, das ist wirklich geil. Mit dem Malz, also mit dem Weizen hier, dass das funktioniert. Also vom Malzkörper her ist es wirklich ein Bier, was er da gebraut hat, wo man wirklich den Malz auch wahrnimmt. Weil bei vielen Industriestandard-Weißbieren, da nimmt man den Weizen eigentlich kaum wahr. Ja, da hast du dieses leicht Nussige und hier merkst du wirklich dieses milde Weizen. Ja, weil Weizen ist generell immer mild und das merkst du hier. Das finde ich schon mal sehr, sehr spannend, das finde ich schon mal richtig cool, weil das hatten wir so bisher auch noch nicht auf dem Gabentisch gehabt. Das finde ich schon mal richtig gut. Genau. So, dann geht es über in so einen Fruchtkörper rein. Da würde ich normalerweise jetzt eine Banane erwarten. Ist jetzt nicht so ausgeprägt nach überreife Banane. Geht eher so in diesen zitruslastigen Bereich rein. Wobei ein bisschen Banane, glaube ich, auch drin ist. Erinnert mich fast ein bisschen an so ein Industriestandardbier. Aber jetzt fragt mich nicht, welches. Und so diesen, ich sag mal, so ein bisschen IPA-Charakter ist da auch mit bei. Weil das ist halt auch so dieses leicht tropische, zitruslastige, könnte man das sagen. Also ist auch auf jeden Fall ausgeprägt, finde ich gut. Es kann eigentlich auch so bleiben. Hefe setzt sich schön nieder auf der Zunge. Ist nicht zu herb, also die Hefe bringt ein bisschen Herbe mit. Das finde ich gut. Und die kommt klar und deutlich durch. Also die ummantelt im Prinzip die gesamte Textur des Bieres. Das finde ich auch eigentlich schon mal gelungen. Also das riecht aber auch raus. Also das ist schon ordentlich. Der mag die Hefe genauso gerne wie ich, glaube ich. Ja, das ist schon so ein... Das ist es aber auch, ne? Ja. Das einzige Kritikpunkt, was ich habe, dass es zu dünn ist nach hinten raus. Also es ist leider nicht so saftig. So, naja, wie gesagt, ist bei mir aber genauso gewesen. Das verwässert. Es wird leicht verwässert so im Abgang.
dass du so merkst, okay, da ist jetzt nicht so ein langer Nachhall. Du hast ein bisschen Hefe, aber du merkst halt einfach, es verflüchtigt sich ein bisschen und dadurch wirkt es natürlich ein bisschen dünner. Vom Wasser her würde ich sagen, es ist eher ein weiches Wasser, passt. Fazit, unterm Strich, also wenn das das erste Bier ist, was er gebraut hat, dann steckt da nicht nur eine große Minecraft-Karriere bei ihm drin, sondern auch eine Brauerkarriere. Ja? Vielleicht kann ich mich ja schon wieder so ein bisschen aus dem Fenster lehnen, wa? Kann ich ja mal machen. Da könnte ich ja sagen, pass mal auf, ich habe es ja auch damals gesagt, ne, das wird mal ein großer Minecrafter, jetzt wird er ein großer Bierbrauer. Ja? Datum mal im Kalender einschreiben, ne? Das ist so ein, das kann durchaus möglich sein. Also das Potenzial ist da. Ich mag das mit der Hefe. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Das Einzige ist die Blume und dass es ein bisschen zu verwässert ist. Aber das mit dem Weizen würde ich auf jeden Fall so beibehalten. Das ist geil. Das kommt richtig geil rüber mit dem Weizen. Und ohne Scheiß, Freunde, ich bin immer ehrlich, das wisst ihr. Ich mache jetzt hier nicht so eine Ausnahme, ja, der kennt den Typen da, ja, sondern hier, ich rotze immer raus, immer ehrlich und so. Und aus diesem Grund sage ich, das hat er sich verdient. Das bekommt von mir 5 von 5 / 6 möglichen Punkten. Fürs erste selbstgebraute Bier ist das wirklich perfekt. Das ist besser als das, was ich gebraut habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich gestehen. Da hier, Gratulation, gut, in Corona-Zeiten müssen wir so machen, wa, irgendwie. Aber so ist auf jeden Fall gut. Ich bin mal gespannt auf das Dunkle, was da jetzt auf uns zukommt. Das werden wir auch noch testen, aber nicht heute, weil jetzt hier 2 Biere hintereinander ist irgendwie auch scheiße. Das machen wir irgendwie dann, das ist nicht so lange haltbar. Na, wir müssen mal gucken, wie ich das hinkriege. Wenn nicht, werden wir das nochmal ein extra Video machen als Zweitvideo oder so. Das kriegen wir hin. Ja, schönen Dank. Ist ein bisschen länger geworden, das Video, aber gute Dinge wollen halt auch ein bisschen länger bleiben hier. Und ja, schönen Dank an der Stelle und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Bis dann Bescheid, abonnieren nicht vergessen und ciao, euer Biersöffler.